Willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Und diesmal habe ich einen, wie soll ich sagen, Co-Moderator dabei. Und zwar den Enel. Ja, hallo. Ja, hallo. So. Hallo. Wir waren dabei stehen geblieben. Also ich will mal schnell als Information sagen, der Enel, der sieht, was ich mache. Also der kann Kommentare dazu abgeben, ob ich scheiße bin, ob ich Noob bin, ob ich total abgewamst bin oder ob ich es gut mache. Letzteres wohl eher weniger. Ja, das war mir schon klar. Ja, ich glaube auch. Ich bin in der letzten Folge schon wieder ein paar Mal verreckt, aber okay. So, wir wollten... Verreckt. Ja. Wir wollten es immer noch dahin schaffen. Dahin. So, wollen wir mal. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich denke mal, diese blöden Mistviecher kommen jetzt gleich erstmal da angerattert. Lass mich ja in Ruhe. Siehst du? Siehst du? Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Wunderschön sind sie. Wunderschön sind sie. Ja. Was ist das? Ich finde, dass sie wunderschön sind. Das war mir wieder klar. Ach, Leute. Ich muss sagen, ich habe ja heute auch ein bisschen aufgenommen hier, Fallout 3. Bei mir, da habe ich aber auch, hast du Fallout 3 aufgenommen? Echt jetzt? Ja. Cool. Hab ein bisschen versagt. Ich war im Super-Duper-Markt. Mm. Und hab da einfach auf die Fresse bekommen, ja. Hab mir keiner gestorben, aber unzählige Stimpaks verbraucht. Okay. Ich such gerade was. Das will ich aufheben. Zuckerbomben, sowas will ich auch aufheben für die... für die Basis. Komm, dann klatschen wir uns noch ein Stimpack rein. Ich muss ja meine Energie ein bisschen auffüllen. Na, du kannst ja auch hier das Fleisch nehmen von den Fliegen. Stimmt, das kann ich auch nehmen. Hast du recht. Gibt zwar ein bisschen hier Rad, aber das ist ja egal. Ja. Wenn überhaupt. Das war, glaube ich, aber diesmal kein... Ich glaube, das waren die Flügel. Ja. Das habe ich nicht richtig gelesen. Ach du Grüne. Du bist gerade am Sterben, wa? So ein bisschen. Du bist jetzt gleich tot. Du hast nur zwei Balken, Alter. Ich glaube auch. Du bist so, sofort, sofort. Genau. Ja, dann schießt ja mal ein Stimpack rein. Ich glaube, du bist irgendwie vergiftet oder so. Ja. Die gehen mir echt ganz schön in die Fresse, ey. Oh, ich hasse diese Viecher, oh je. Oh, das sinkt immer noch schnell. Ach, Mist. Oh, das hängt immer noch wie Dreck so. Ja, nur so den Ball, wenn du sowas trinkst, ne, das wird nicht hochgesteckt. Nee. Das heißt, du, ne. Also, laut meiner Erinnerung auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, nehme ich noch ein super Stimpack. Ja, nehme ich einfach ein paar Stimpacks, die bist du nachgeworfen. Ja, da hast du recht. Ich nehme gleich noch welche. Weil bis das wieder aufgehört hat. Oh, da sind so viele da unten. Hast du nicht noch eine andere Waffe oder so? Ja, ich habe noch ein Granatengewehr. Oh, ne? Da solltest du nicht vor dir schießen. Am besten benutzt du den VRS, damit triffst du nämlich besser. Das stimmt. Ich glaube, wir mit Granaten werfen, damit kannst du ein bisschen cheaten. Oh, okay. Granatenwerfer muss sitzen. Ja, hier war eher weniger sowas. Oder? Na, ja, da ist er getroffen. Was war das denn? So, man merkt hier auf jeden Fall, der Taro, der ist hier voller Skill. Ja, ich merke das schon. Ja, du sollst nicht. Vor dir den ich bin gleich drin. Tot, Alter. Oh. Nee. So, geh mal auf Waffen, ey. Ja, gut. Ja, ich muss unbedingt. So, guck mal, von oben nach unten hier. Ich hab nur Scheißwaffen. Dann nimm die 9mm Maschinenpistole.
wo ich keine Munition habe. Ah, also keine Munition für. Oh. Du bist mir einer. Die Einschussflinte wäre auch noch was Gutes. Ah, ich finde die total scheiße. Die macht Schaden pro Sekunde auch ganz gut. 11 und die macht Schaden pro Sekunde 14. Dann nimm Kleinker rüber. Weil da hast du mehr Schuss. Ja, das stimmt. So. Das nehme ich. Da kann ich Steam Deck mit fahren, ne. Ich glaube die an Insekten. Das ist ein Witz. Oh. Mensch, ins Kinder nochmal. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das weiß ich auch. Ja, ein Schussflinte. Mensch! So geht doch jetzt. Jetzt muss ich mich wieder aufheilen. Oh, das ist. Alter, das ist wirklich extrem. Der Tabu hier. Naja, der ist. Ich, wie gesagt, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Das ist so Packung, will ich alles aufheben. Oh, hier aufbereitet. 1 habe ich da nur. Naja, komm. Hank ist auch hier nachgeworfen in New Vegas. Ja, das stimmt. Dafür kommt dann auch später die Dingsdinger, ne? Dieses frische Wasser. Ja. Ja, du bist ab. Schon. Bio, was bringt ein Bio? Ach, Blödsinn. Vertreterwoche Gegengift. Ja, Gegengift sind gut. Ja. Müsste das ja eigentlich sein. Ja. Ja, gibt dann Fernfässer mal. So, dann nehme ich nochmal eine Sunset. Achso, es wird ja jetzt bald Fallout 4 released. Und so ein Typ hat irgendwie jahrelang Kronkorken gesammelt, ne? Und hat sie dann an Bethesda geschickt und hat gefragt, so kriege ich jetzt darf ich jetzt Fallout 4 kaufen damit? Okay. Hat er 2000 Kronkorken gehabt und hat die da geschickt. Ja, hat doch keine Antwort bekommen. Bin mal gespannt, ob die denn, da eine zurechtlegen. Ein Schuss, das ist immer viel zu wenig. Jetzt kann dieses Vieh auf einmal wieder fliegen. Das ist doch ein Witz. Wieso zeigt der mir keine Prozentzahl an? Ah, jetzt. Oh, da bist du tot. Ja. Jetzt darf ich den ganzen Mist nochmal machen. Ich hätte ja mal speichern sollen, gell? Ja, hätte der Fahrradkette, würde ich sagen. Ja. Sag mal, Edel, kennst du eigentlich eine Taste, womit ich rennen kann? Die gab es nie. Die gab es nie, gell? War ich nämlich. Also, ich hatte rum überlegt. Und immer nur schneller, wenn du links hast. Hier, keine Waffe in der Hand. Ja, ich bin auf Profi. Was? Ich bin auf Profi, der Schütze hier. Ja, sowieso. Sieht doch schon besser aus. Nicht mit mir. So. Alter, wie schnell kommt denn dieses Drecksvieh? Ja, der ist eine Fliege. Sag ich doch, Drecksvieh. Das hau ich dir voll mit nur Schrot, wenn das die Füße was überhaupt nicht bringt. Ja, das wird auf jeden Fall Maschinengewehre. Ja, also das wäre um eine. Dort, wo ich hin will, da hängt hier eins.
Also geht doch jetzt. Hoppala. Ja, ich sag ja, ich muss erst wieder reinkommen. Dann klappt das alles ein bisschen besser. Jetzt sind wir hier das Granatengewehr. Das Grasgewehr, ja. Das Grasgewehr, genau. Oh, die habe ich doch wohl doch schon umgelatzt. Da liegt doch was. Achso. Ey, ich kann die Dinger hier einsammeln Jo. Mhm. Da müsstest du eigentlich, Nee, die nicht. So, sowas nehme ich alles mit. Das kann ich nämlich alles da auffüllen. Schlafsack. Hier, nur Sufi-Flaschen liegen hier. Ich dachte, hier ist auch was Vernünftiges. Das Gefühl, dass du hier gerne besprüht wirst oder so, ey. Um rein sieht man nur Vegas. Oh, meine Dings schon wieder. Ja, ne? Das. Du läufst ja normalerweise rechts rum und damit ziehen die das Spiel und die Karte ist eigentlich total klein. Ja, das stimmt ja, also. Von der Größe her allgemein ist die Karte echt klein. Ja. Besonders kannst du auch nicht so viel finden, dass echt viel einfach nichts. Mhm. Teilweise. Da bräuchte ich mal ein paar Wälder, die du platzen müsstest, ey. Die haben mal gute Waffen dabei. Ey. Manchmal, gell? Und du solltest dir mal schnell tasten, ey. Ja, hab ich schon belegt, aber. Mit anderen Waffen. Es fehlt noch, wenn mich jetzt so ein kleines Vieh umbringt. Du hast kein Leben mehr, ne? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab vom Gift gestorben. Huch. Ja. Ja, ich schaff's niemals. Niemals schaff ich's. Ah, so, warte jetzt. Immer noch Lösung C, einfach durchrennen. Meinst du, das bringt was? Ne, die sind viel zu schnell, die Viecher. So, dich lege ich auf die 1. Dich mache ich auf die 3, denn die 2 gibt's ja nicht. So, Hilfsmittel. Dann mache ich nämlich die Stimpacks auf die 4 hoch. Jetzt habe ich erstmal einen genommen. Aber nicht schlecht. Och. Was ist jetzt los? Jetzt spackt's rum. Ja, ich komme nicht mehr. Ach so, hier. Cheaten wollen wir nicht. So, die 3. Ja, GMR ist Gottmut. Da kennen wir sie aus. Es ist auch immer gewesen sein. Schlechte Idee. Ja. Ein bisschen manchmal ins Dings reingeht, das ist schon. Ja, der macht immer erst die Nachlade-Ammunition fertig. Erst dann kannst du Pitbull öffnen oder. Oh, na super. Andere Sachen tun. Und dann bin ich wieder vergiftet. Oh, ich sehe es. Halt. Guck mal, ein bisschen Level up. Oh ja. So muss das doch. Sehr schön. Medizin, die fertig bestimmt, wie viele Trefferpunkte sie durch. Das klingt gut, das machen wir erstmal auf die 25. So, Dietrich wollte ich weiter hoch machen. 25 und. Ja. Sehr schön. Oder hast du eine Idee? Oh, so wissen das, dein Charakter. Ja, du kannst dich trotzdem ruhig mit einbringen. Freudblase. Was ich alles kann. Musst du nicht machen, gell? Ja, genau.
So, jetzt speichere ich erstmal. Weißt du noch die Taste fürs Schnellspeichern? F irgendwas. Ja, F irgendwas, das bringt mir nichts. Ja doch. Ja, genau, du musst noch mal rechts, muss noch gehen. Ja, zu diesem einen Vorortchen. Achso, ja gut, dann nehme ich das auch noch mit. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwo drauf trittst, die ganze Zeit, wenn du vergiftet wirst. So, schnell die Buddeln mitnehmen. Ich liebe nämlich dieses Sortierungssystem in dem Mod, den ich mir runtergeladen habe. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Und sonst jetzt das Pöhler an den, das heilt ja auch ein bisschen, also steuert ein bisschen dagegen. Noch eins. Ich hab's geahnt. Das ist doch wieder der Granatwerfer. Oh, Leute. Soll ich den kleinen erst oder den großen? Mal den kleinen. Okay, das sieht gut aus. Alles klar. Ach, das ist. Ich schaff das nicht. Ich brauche ein Maschinengewehr. Ich hätte vielleicht ein bisschen Munition bei dem Händler kaufen sollen. Das wäre die Idee gewesen, ja. Ja, das mache ich jetzt auch. Da fliege ich, ich fliege auf die Schnauze. Das ist so wieder so eine richtige Fail. Du stirbst. Hat es so gestorben, auf jeden Fall. Nicht, wenn ich dagegen wirke. So, jetzt hatte ich den Standort gefunden und da reise ich nämlich einfach zurück. Zu Godsprings. Wenn ihre Gesundheit abnimmt, das ist doch schon wieder ein Witz. Mann. Ich hab den Typ da drin auch schon volle Granate beklaut. Das ist doch mal Standard. Ja, und hier die ganzen Kisten habe ich auch schon leer geräumt. Ich bin so ein richtig fieser Sack. Oh, hier schläft der. Nee, schade. Ach, den hatte ich ja, glaube ich, beklaut. Nee, habe ich nicht. Ob der das mitkriegt? Sie können sich das nicht einfach nehmen. Warum nicht? Ach, Sie sind's. Wir können es einfach nehmen. Er steht auf, ach, Sie sind's. Natürlich. Der war gut. Was so hat denn der? Laserpistole. Plasmapistole. Also ich mag keine... Plasmapistolen waren immer richtig krass, ey. Ich mag diese Waffen nicht. Überhaupt nicht. Oh, Arzttasche, die muss ich eigentlich kaufen. Aber 81 Deckel, hat eine Macke oder was? Was habe ich denn gesucht? Munition, gell? Mhm. Was brauchen die? Ach, hier 9mm. 38 Stück nur. Das ist nicht so viel. Ja, das ist ein kleiner Vorortshändler. Man kann auch direkt mal nach links gucken, nach Stimpacks. Ja. Achso, stimmt. Hilfsmittel. Hier. Ja, die sind so schweineteuer gewesen. Oh, 815 Deckel, so viel habe ich gar nicht. Der nimmt mich aus. Der kann weg. Und weg. Und weg. Und weg. Oh, immer noch so viel. Ich habe nicht. Da muss ich die Stimpacks erstmal zurückgeben, du. Das, so wird das nicht hier. Ja, zwei kannst du ja kaufen. Ja. Ja, das sind noch zwei Stück. Okay. Bin ich fast pleite? Danke. Du mich ja. Ja, danke.
Geht der pennen? Erstmal ein Nickerchen. Das ist mal, der hat jetzt drittes Auge umschlafen. Naja, also. Komm, gib her. Alles meins. So muss das gehen. Alles mit hier. Was hat er denn hier? Eine Spachtel. Oh, hier. Die wollte ich beim letzten Mal schon klauen. Also er ist ja hier ständig rumgewatschelt. So. Haben wir eine Schnellreise wieder zurück. Was ist das hier, okay? Ja. So. Ich würde erstmal sagen, damit beenden wir erstmal die Aufnahme. Ich denke mal, wir haben die 20 Minuten schon lange überschritten. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.